Dann darf ich heute mit der Begrüßung starten sozusagen. Mein Name ist Barbara Siegel. Hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen zu unserem letzten Webinar in unserer Programmreihe im Rahmen unserer neuen Weiterbildungsmesse in der Südoststeiermark. Es ist ein neues Format, das wir heuer erstmalig anbieten. Und es freut mich, dass es die Südoststeirer, Südoststeirerinnen, aber nicht nur Personen aus der Region, sondern auch außerhalb der Region Interesse zeigen und an unseren Webinaren auch teilnehmen und sich auch auf unserer Website, die da eingeblendet ist, durchklicken. Da sind alle Angebote im Bereich der Weiterbildung dargestellt und auch alle Beratungsangebote für Erwachsene. Und zum Abschluss haben wir heute ein ganz besonderes Thema vorbereitet. Und zwar, heute dreht sich alles um Weiterbildungsangebote in der Region und auch um die Weiterbildungszukunft. Da darf ich auch sehr herzlich heute begrüßen die Kerstin Slamanik vom Bildungsnetzwerk Steiermark, sozusagen als DACH, als Koordinierungsstelle der Erwachsenenbildung in der Steiermark. Und heute sind auch einige Vertreter und Vertreterinnen der Erwachsenenbildung mit dabei. Wir haben die Organisationen hier auch eingeblendet. Das ist das Katholische Bildungswerk, die Volkshochschule, ISOP ist mit dabei, Urania, SBFI und ich hoffe, ich habe jetzt alle, das LFI fehlt hier bei den Logos. Es ist natürlich auch mit dabei, vertreten mit der Julia Stern und dem Franz Heuberger. Vielen Dank, dass Sie auch alle mit dabei sind und heute das Webinar gemeinsam gestalten. Vielleicht noch ganz kurz zur Weiterbildungsmesse. Also wir, das Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland, also ich darf das gemeinsam mit meiner Kollegin Tamara Schober und eben mit der Qualifizierungsagentur, mit dem Dietmar Fuchs und der Rebecca Fuchs, dürfen wir diese Veranstaltung organisieren. Und das machen wir auch mit Unterstützung vom Land Steiermark. Genauer mit dem Regionenressort und dem Bildungsressort als Unterstützung. Zur Information vielleicht noch vorweg, das Webinar heute zeichnen wir auch auf. Wir möchten damit ermöglichen, dass wirklich diese Inhalte, die da unsere Experten und Expertinnen zur Verfügung stellen, dass die ganzjährig abgerufen werden können und auf unserer Website werden die dann dargestellt, wird in der nächsten Woche wahrscheinlich online gestellt werden. Die meisten haben ihren Bildschirm ausgeblendet. Ich möchte nur ganz kurz den Hinweis darstellen. Also wenn Sie nicht unbedingt damit einverstanden sind, dass Sie da ersichtlich sind, bitte den Bildschirm ausschalten und auch den Namen vielleicht umändern und dann scheinen Sie dann nirgendwo auf. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Dietmar, darf ich an dich übergeben, wie gehen wir vor mit Fragen. Also wir machen das Webinar heute in Co-Moderation. Vielleicht stellst du dir ganz kurz vor und sagst, wie wir mit den Fragen am besten umgehen. Ja, danke, liebe Barbara. Ich werde mich kurz da auf die erste Reihe begeben. Ich darf gemeinsam mit der Barbara Siegel da heute ein bisschen durchs Programm führen, beziehungsweise im Hintergrund ein bisschen herumlaufen und die Folien auf ihrem Bildschirm mal von links nach rechts schieben und weg und ein bisschen einleiten jetzt am Beginn auch nämlich das Thema Fragen. Wir machen das Webinar ja nicht als Selbstpräsentation, sondern es ist uns ganz wichtig, auch für Fragen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es heute ja auch viele Möglichkeiten dazu. Einfachster Weg, über den Chat einfach einmal zwischendrin einfließen lassen und wir schauen, wo es einen guten Platz findet. Sie können aber auch gerne die Hand heben. Ja, ich denke mal, das sind die wichtigsten zwei Informationen. Wie finden Sie das Ganze? Wer mit Zoom nicht ganz vertraut ist, einfach unten haben Sie einmal das Wort Chat mit einer Sprechblase stehen. Einfach dort draufklicken und schreiben oder auch bei den Reaktionen Hand heben, Daumen heben, was immer Sie gerne möchten. Sind wir für Sie da, dass wir auch Ihre Fragen direkt einfließen lassen in die Vorträge. Gut, aber jetzt würde ich sagen, Barbara, jetzt starten wir mit der echten Information sozusagen. Genau. Ich denke auch, wie gesagt, wir haben heute geballte Infos und darf damit somit schon das Wort bitte an die Frau Kerstin Slamanik vom Bildungsnetzwerk Steiermark übergeben. Also vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit und die Einladung, heute hier in dieser südoststeirischen Digitalrunde dabei sein zu dürfen.
Wir haben ja das Vergnügen gehabt, schon im vorigen Webinar als Teilnehmerinnen dabei zu sein. Sehr spannend, was die Region alles bieten kann. Man kann sich als Grazerinnen auch überlegen, macht man vielleicht einmal in der Region einmal einen Stopp, ja, vielleicht auch für eine Aus- und Weiterbildung. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben für alle so 4 bis 5 Minuten pro Organisation. Wir sind das Bildungsnetzwerk Steiermark. Ich darf das als Geschäftsführung hier und heute vertreten. Wir sind die Koordinations- und Servicestelle für die Erwachsenenbildungen in der Steiermark. Sprich, wir haben 81 Organisationen in der sogenannten ARGE. Und man sieht schon anhand dieser Anzahl ja, der Einrichtungen, wir haben allein am Weiterbildungsnavi Steiermark, und das würde ich Ihnen als Teilnehmende sehr ans Herz legen, das ist eine Datenbank mit Kursangeboten, wo wir mittlerweile ungefähr 120 Einrichtungen drauf haben, mit wirklich aktuell immer tausenden Angeboten. Im digitalen Bereich ist im letzten Jahr sehr, sehr viel dazugekommen, also online, von den großartigen Einrichtungen, die wir in der Steiermark haben, die Aus- und Weiterbildungen in allen Segmenten des Lebens anbieten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit 6 von den Organisationen, die Mitglieder bei uns im Verein sind, diesen Abend gestalten dürfen. Es wird eine Kurzpräsentation von einer jeden einzelnen Organisation geben. Und danach hat sich das Team Siegelfuchs, nenne ich es jetzt mal, ja, was Feines überlegt mit einem eigenen Raum, wo man quasi in der digitalen Welt versuchen kann, einen Raum nachzuempfinden, wo man sich begegnen kann. Ich denke mir, das Wichtigste von der Bildungsnetzwerkseite, Bildung, und da bin ich bei der Bell-Studie, das ist kein Muss, das ist ein Kann, das ist ein Darf und das ist ein Wollen. Ja? Also Bildung, wenn man dieser Studie auch folgt, ja, und den Ergebnissen, die auch Trainerinnen und Trainer in der Erwachsenenbildung immer wieder haben, persönlich, es ist gesellschaftlicher Mehrwert, es ist wirtschaftlicher Mehrwert, aber es ist vor allem individuell ein Mehrwert. Ja. Man lernt nie aus und es kann so viel Freude machen, man kann so viel neue Dinge lernen, egal wie alt man ist. Und wenn man einen Beruf hat, lernt man dort auch tagtäglich weiter, genauso wie im Alltag. Und ich denke mir, das letzte Jahr ist uns allen durchaus bewusst, was das individuell mit Menschen gemacht hat, auch diese digitale die Distanz, die man sozial einfach hat. Und da repliziere ich kurz auf die Wirtschaftskammer von vorhin. Das sind die Kompetenzen, die auch in Zukunft gefragt sind. Das ist Selbstorganisation, das ist digitales Anwendungswissen zu haben. Aber allen voran ist das Thema dieses lebenslange Bildung. Das heißt nichts anderes als Selbstorganisation und Entwicklungsbereitschaft. Und ich sage einfach, Freude am Lernen zu haben, Wissen zu haben und am Erweitern zu haben. Und nachdem 19.10 Uhr ist, ja, wir haben eine Bildungsberatung, die steht auch den Leuten in der Südoststeiermark per E-Mail zur Verfügung. Da sind wir ein Netzwerk mit der AK-Bildungsberatung und der Bildungsberatung des AMS, den Bitzen. Also auch das finden Sie auf der Seite erwachsenenbildung-steiermark.at unter Info. Und ich darf einladen, seien Sie neugierig, seien Sie mutig, freuen Sie sich auf die Angebote, die Ihnen diese Erwachsenenbildungslandschaft bieten kann. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Slamanik, für die Infos. Also ich kann wirklich die Beratung sehr empfehlen. Es gibt verschiedene Arten, telefonisch, per E-Mail, online mittlerweile. Es gibt aber auch die persönliche Beratung. Die Infos finden Sie zudem auf unserer Website auch von der Messe, beziehungsweise der Link ist auch in dem Chat gestellt worden. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, also wir haben ja heute Vertreter und Vertreterinnen der Erwachsenenbildung auch mit dabei, die Angebote in unserer Region auch haben, beziehungsweise diverse Online-Angebote, und wir haben jetzt gesagt, wir machen mal eine kurze Runde, welche Angebote es da auch gibt, beziehungsweise wir haben ja im Webinar vorhin gehört, welche Schwerpunkte es in der Region auch arbeitsmarkttechnisch beziehungsweise wirtschaftlich gibt, und wir werden da ein bisschen schauen, welche Weiterbildungen oder Ausbildungen gibt es jetzt auch in diesem Bereich und wie kann man auch diese Schwerpunkte mit aufgreifen. Und darf somit bitte in die Runde gleich geben, ich weiß nicht, Sie dürfen anfangen, wer möchte, ich würde das wird das gar nicht vorgeben. Oder ist es eine Reihenfolge vorgegeben, Frau Slamanik?
Also ich würde keine vorgeben, aber wir haben es alphabetisch für uns einmal intern ausgemacht gehabt. Also das wäre dann das BFI und der HP Zankl. Aber wie gesagt, wenn wir vorpreschen, will, glaube ich. Perfekt. Dann wie ich gehabt. Fange ich gleich an, nachdem ich in der Reihenfolge da genannt bin. Guten Abend an alle Zuhörerinnen, Zuseherinnen. Danke, dass ihr die Möglichkeit habt, das BFI Steiermark kurz vorzustellen. Das Berufsförderungsinstitut Steiermark ist eine Bildungseinrichtung des ÖGB und der AK Steiermark. Wir sind seit 60 Jahren in der Aus- und Weiterbildung tätig und sehen uns als arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Dienstleister, der seine Partnerschaften im Bereich der öffentlichen Fördergeber, der Unternehmen, aber auch der Privatkundinnen, die sich weiterbilden möchten und auf berufliche Neuwege eingehen möchten, ja, da sehen wir die Partnerschaft. Wir haben 400 angestellte Mitarbeiter und ca. 1200 freiberufliche Trainerinnen, mit denen wir mehr oder weniger Produkte entwickeln und unsere Bildungsprodukte durchführen. Wir haben 15 Bildungszentren in den steirischen Bezirken und sind praktisch flächendeckend vor Ort, sparen damit unseren Kundinnen Zeit, Geld, lange Anfahrtswege und ermöglichen ihnen einfach einen Zugang zur Aus- und Weiterbildung und zur persönlichen Karriere. Ich schaue zwischendurch auf meinen Schummelzettel immer wieder, der nicht eingeblendet ist. Ich hoffe, das stört nicht. Ja, Bildung. Bildung ist ein Thema, das sich in nächster Zeit einer neuen Herausforderung stellen wird. Das heißt, für uns kommen einfach Themenbereiche auf uns zu, wie Digitalisierung, Blended Learning und dort neue Konzepte zu entwickeln, um bedarfsgerecht die Qualifizierung Kundinnen zu ermöglichen. Ich sage gleich ganz klar, es gibt noch kein fertiges Konzept, obwohl wir im Bereich des Distance Learning gute Erfolge erzielen. Merken aber auch, dass einige Zielgruppen alleine mit dem Distance Learning natürlich nicht dauerhaft betreut werden können. Spreche hier speziell Jugendliche an, ja, für die das Distance Learning eine Zeit lang recht spannend ist, aber wo dann einfach der persönliche Kontakt, der Austausch mit den Trainerinnen, aber auch mit den gleichaltrigen Jugendlichen einfach abgeht. Wir schauen, dass wir im Bereich der Unternehmen natürlich gute Partnerschaften eingehen, um einfach in der bedarfsgerechten Schulung wirklich am Puls der Zeit zu sein und darf da kurz einmal ein paar Unternehmen auflisten, die eigentlich weltweit tätig sind. Die Firma KUKA im Bereich der Automatisierung, DMG Mori in der CNC-Technik in einer papierlosen Fertigung, die Firma Hage im Bereich des 3D-Drucks, Böhler Welding, mit denen wir im Bereich der Schweißausbildungen kooperieren, SMC im Bereich der industriellen Fertigung und natürlich die Firma Linde, mit der wir stark kooperieren im Bereich der Fahrsicherheitsausbildung und damit auch zum Thema Sicherheit. Wir führen für den Bereich der Erwachsenen Aus- und Weiterbildung im Bereich der Facharbeiterinnen durch, unterstützen aber auch Jugendlichen auf ihrem Weg, Lehre mit Matura, das ja ein 100% gefördertes Produkt ist, dementsprechend kostenlos für die Jugendlichen. Wir führen Werkmeisterschulen durch und bevor ich noch länger aufzähle, es besuchen uns im Jahr 35.000 Kunden. Am BFI Steiermark, die Qualitätsbewertung steht momentan bei 1,24. Wir drängen permanent nach Verbesserung, natürlich, das ist unser Ansinnen. Und schauen, dass wir die Seminare maßgeschneidert aufbereiten. Am Standort Feldbach aktuell sind wir schwerpunktmäßig im Bereich der Lehre mit Matura tätig und führen im Auftrag des AMS Steiermark das Jobfit Feldbach durch. AMS Steiermark, einer unserer größten Partner im Bereich der öffentlichen Auftraggeber. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben und das war für Sie informativ. Danke. Ich glaube, die nächste auf der Liste wäre dann ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch von meiner Seite einen schönen späten guten Nachmittag und frühen Abend. Silvia Göring von ISOP Innovative Sozialprojekte. Ich sitze hier in Graz.
Allerdings ist jetzt auch das regionale Gesicht von ISOP hier vertreten, die Albena obendrauf. Albena, wenn du mal Mu sagst, dann bist du schnell eingeblendet und man sieht dich. Okay, sie winkt zumindest. Okay, ganz kurz zu ISOP. ISOP ist eine Sozial- und Bildungseinrichtung in der Steiermark, wie gesagt, mit einem regionalen Standort auch in Feldbach, mit dem Einzugsgebiet oder Südoststeiermark, auch mit dem Einzugsgebiet Mureck. Ich will jetzt gar nicht alles erzählen, was die ISOP an Angeboten hat. Ich sage nur dazu, fast alle Angebote, die die ISOP auch in der Region Feldbach, aber insgesamt umsetzt und anbietet, sind kostenlos und gratis, weil von den unterschiedlichsten Fördergebern der öffentlichen Hand, wie beispielsweise Arbeitsmarktservice, Bezirkshauptmannschaften, das Land oder auch verschiedene Ministerien oder auch die EU, also ein Konglomerat aus verschiedenen Fördergebern, finanziert wird. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich ISOP als Sozialeinrichtung in erster Linie um Menschen kümmert, zu denen man so allgemein sagt, sie sind sozial benachteiligt. Das heißt im Regelfall, dass man nicht allzu viel Geld hat. Das heißt aber manchmal auch, dass man über nicht allzu viel Möglichkeiten hatte, im Leben bislang Bildungswege einschlagen zu können oder auch fertig machen zu können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ganz konkret jetzt in Bezug auf Feldbach. Wir haben hier, wie gesagt, einen eigenen Standort. Im Bereich Erwachsenenbildung haben wir hier aktuell jetzt 4 Angebote. Mit diesen 4 Angeboten erreichen wir in der Südoststeiermark jährlich so zwischen 350 und 400 Menschen, erwachsene Menschen, also Frauen und Männer. Wir haben auch weitere Angebote in Feldbach, da jetzt speziell für Kinder, Lernbegleitung beispielsweise, weil wenn es den Kindern am Bildungsweg gut geht, sind auch die Eltern entlastet und können sich um ihre eigenen Bildungswege vielleicht auch besser kümmern. Die erwähne ich jetzt aber gar nicht. Ich möchte Angebote kurz aufzählen. Und unsere Angebote sind jetzt vielleicht noch nicht jetzt im engeren Sinn berufsbezogene Aus- und Weiterbildungen, um die es ja, glaube ich, auch ein bisschen schwerpunktmäßig bei der Messe bislang gegangen ist, sondern es sind vielfach Angebote, die im Vorfeld von beruflicher Aus- und Weiterbildung für Erwachsene immens wichtig sind. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit für Erwachsene, und Erwachsen in diesem Kontext ist man dann ab nach dem Pflichtschulalter, einen Pflichtschulabschluss beispielsweise nachmachen zu können. Dieses Angebot findet jetzt auch in Feldbach und somit in der Region zum zweiten Mal bereits statt. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Wir haben ein weiteres Angebot, das setzt noch ein Stückchen weiter an. Das ist für erwachsene Menschen, die hier in der Steiermark beispielsweise die Schule besucht haben und trotzdem keine ausreichenden fürs Leben, für die Bewältigung des Lebens oder eben auch für den Arbeitsmarkt keine ausreichenden Kompetenzen ausgebildet haben, was Lesen, Rechnen, Schreiben anbelangt. Das sind zu einem Großteil sozusagen eingeborene Südoststeirer und Steirerinnen. Und wir haben 2 Angebote, die richten sich jetzt speziell an Personen, an Menschen, die zugewandert sind, also entweder Flüchtlinge oder aus anderen Gründen, wie zum Beispiel der Liebe wegen oder weswegen auch immer, in die Südoststeiermark eingewandert oder zugewandert sind. Das sind natürlich Deutschkurse und das ist ein eigentlich Beratungsprojekt, das aber einen großen Teil beinhaltet, wo es um Bildungsplanung, um Ausbildungsplanung, um Berufsorientierung und auch um die Vorbereitung auf Ausbildungen geht. Das ist die Beratung für Migrantinnen in der Region. War jetzt halt länger wahrscheinlich. Vielen Dank für die Infos, aber es ist auch wichtig, dass die Personen in der Region auch die Angebote kennenlernen. Ich darf gleich bitte weitergeben ans katholische Bildungswerk. Die Frau Platter ist heute hier vertreten. Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Martina Platter, ich bin die pädagogische Leitung im katholischen Bildungswerk.
Was ist das Katholische Bildungswerk Steiermark? Das Katholische Bildungswerk Steiermark ist ein Verein in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft oder in kirchlicher Trägerschaft und ist ein klassischer Erwachsenenbildung, ist eine klassische Erwachsenenbildungseinrichtung. Ja, wir sind Bildungsnahversorger. Wir haben ein sehr großes Netz an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die wir ausbilden, an Referenten, Referentinnen, die wir ausbilden und an Ehrenamtliche vor Ort. Und damit machen wir im Jahr ca. 1600 Veranstaltungen in der ganzen Steiermark und erreichen ca. über 20.000, 22.000 Teilnehmende im Jahr. Wir sind ein Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung. Wir haben einige Aus- und Weiterbildungen, die wir durchführen, in denen wir eben diese Multiplikatoren und Multiplikatorinnen auch ausbilden, die dann vor Ort die Weiterbildungen oder die Ausbildungen beziehungsweise auch die einzelnen Veranstaltungen durchführen. In welchen Bereichen sind wir tätig? Wir sind im Bereich Elternbildung tätig, im Bereich Seniorinnenbildung, im Bereich Generationenbildung und im Bereich natürlich theologische Angebote. Warum machen wir das? Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir Bildungsnahversorger sind, Bildung vor Ort anbieten können für alle Leute aller Generationen. Und das, glaube ich, ist auch das Besondere dran, im Sinne des lebenslangen Lernens. Also unsere älteste Teilnehmer hat jetzt eine Ausbildung mit 84 Jahren auch absolviert. Das heißt, hier gibt es auch keine Grenzen. Und wir bieten nicht nur Bildung, sondern wir bieten auch Begegnungsräume vor Ort an. Ja, was für Ausbildungen, was für Aus- und Weiterbildungen bieten wir an? Im Bereich Elternbildung haben wir Ausbildung für Elternbildnerinnen und Elternbildner. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, sind auf der einen Seite in der nachberuflichen Phase, aber sie nutzen unsere Ausbildungen auch, um Zusatzqualifikationen für die berufliche Laufbahn zu erwerben und Kompetenzen zu erwerben. Zum Beispiel im Bereich Elternbildung oder Eltern-Kind-Gruppen, Leiter, Leiterinnen für diese Ausbildung sind Leute dabei, zum Beispiel Kindergartenpädagogen, Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen. Hier geht es auch sehr stark um Gesundheitsförderung für Kinder, um seelische Gesundheit, was gerade momentan sehr wichtig ist. Und hier gibt es eben diese Ausbildungen zu diesem Bereich. Ähnlich ist es im Bereich Seniorinnenbildung. Da haben wir die Ausbildung zum Lima-Trainer oder zur Lima-Trainerin. Das heißt, da kann man dann vor Ort Seniorenrunden machen. Auch das wird sehr gerne in Anspruch genommen als Zusatzqualifikation im Gesundheitsbereich. Das machen sehr viele Leute, die in Pflegeheimen auch arbeiten oder auch im betreuten Wohnen. Und ganz neu starten wir im Herbst eine Ausbildung, die zum Thema Lehrgang für Hochaltrige ist, für die Arbeit mit Hochaltrigen. Das heißt, hier versuchen wir einfach, dass wir Leute ausbilden, die auch mit der Zielgruppe 80 bis 100 arbeiten können. Im Bereich Elternbildung haben wir auch in der Region, arbeiten wir sehr stark mit dem Eltern-Kind-Zentrum Radgersburg zusammen, mit dem Elternberatungszentrum, mit der Gemeinde und auch mit sehr vielen Pfarrern. Und genau das Gleiche gilt auch für die Seniorinnenbildung. Einige Ausbildungen haben wir auch speziell für Ehrenamtliche, wo Ehrenamtliche prinzipiell ihre Kompetenzen stärken können, um auch ihr Ehrenamt gut wahrnehmen zu können. Das ist die Ausbildung kompetent leiten und gestalten. Im Bereich Generationen, da bieten wir auch Generationenprojekte an, einen Lehrgang, wie kann ich diese Generationenprojekte vor Ort oder in Institutionen anbieten. Auch hier arbeiten wir sehr stark mit dem Eltern-Kind-Zentrum Radgersburg und mit Organisationen, Gemeinde und auch Institutionen vor Ort auch zusammen. Und dann gibt es noch die Ausbildung für TIC-Trainer und TIC-Trainerinnen. TIC heißt Technik in Kürze. Das ist eine Ausbildung für junge Erwachsene, damit sie mit älteren Leuten hier die Kompetenzen im Bereich der neuen Medien auch stärken können. Im Bereich der Migranten und Migrantinnen haben wir eine Schulung für Moderatorinnen, die mit Migranten und Migrantinnen auch vor Ort arbeiten. Zu all diesen Ausbildungen bieten wir auch Weiterbildungen an. Bei den Weiterbildungen ist uns auch wichtig, dass wir immer am Puls der Zeit sind, dass wir Dinge auch mit unseren Teilnehmenden entwickeln, auch in partizipativem Ansatz. Und dass wir bei diesen Weiterbildungen auch eben schauen, was ist gerade State of the Art, was ist gerade wichtig. Und zum Beispiel war das in letzter Zeit natürlich sehr stark, hier die Kompetenzen zu erweitern im digitalen Bereich. Wir haben ganz sehr, sehr viele Schulungen angeboten, um unsere Multiplikatoren, Multiplikatorinnen, aber auch unsere Teilnehmende zu stärken darin, digitale Angebote in Anspruch zu nehmen, aber auch die notwendige Methodik, Didaktik für Referentinnen oder Moderatorinnen zu bekommen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ein sehr breites Angebot. Also das ist, das verstehe ich natürlich in der kurzen Zeit, das ist ganz einfach darzustellen. Ich habe ganz kurz in den Chat auch darauf hingewiesen, apropos Eltern-Kind-Bildung, wir haben in der Region wirklich ein sehr breites Angebot, auch dahingehend, vielleicht hat der ein oder andere auch die Interesse dazu, sich ausbilden zu lassen in dem Bereich. Ich darf dir weitergeben an das LFI, ans Ländliche Fortbildungsinstitut, mit der Julia Stern und den Herrn Heuberger. Entschuldigung nochmal, dass ich Sie da im Bereich der Logos vergessen habe, aber bitte hier Ihre Bühne nun. Ja, einen wunderschönen guten Abend von Bezirk Graz-Umgebung. Also ich glaube, ich bin halt ziemlich am weitesten entfernt. Mein Name, wie schon erwähnt, Julia Stern. Ich bin die Bildungskoordinatorin vom Regional-LFI Oststeiermark. Das LFI Steiermark ist das ländliche Fortbildungsinstitut, hat einen Sitz in Graz, also in der Hammerlinggasse. Es gibt aber drei Projekt- und Schulungsstandorte, die sind in Leibniz, Volzberg und eben auch in Feldbach. Und ich habe es bei den Namen gesehen, meine Kollegin, die Frau Marlies Haas-Harich, ist jetzt inzwischen auch dazu gekommen. Ich werde jetzt trotzdem einen kurzen Überblick geben und wenn es dann Fragen gibt, ist sie dann selber da. In Feldbach gibt es Maßnahmen für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, also für überbetriebliche Lehrausbildung mit praktischer Ausbildung. Weiters gibt es Einzelcoaching-Stunden für Lehrbrecher und aktuell gibt es auch die Maßnahmen für Erwachsene mit Migrationshintergrund und im Bereich also Reinigung mit Kompetenz inklusive intensiven Deutschunterricht. Wie schon erwähnt, also ich bin Bildungskoordinatorin für der Region Oststeiermark. Seit circa 1,5 Jahren hat sich das LFI entschieden, dass es nicht in jedem Bezirk die Bezirks-LFIs gibt, sondern dieses Regionale gibt. Es gibt die Region Obersteiermark, Südweststeiermark und die Region Oststeiermark. Das heißt, herüben in unserer Region, also in der Oststeiermark, ist Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark. Und wir haben im letzten Jahr, also vor Corona, haben wir 40 Veranstaltungen in der Region gehabt. Es gibt sehr vieles von uns. Wir sind sehr breit aufgestellt, also vom Themenbereich her. Wir haben eben hauptsächlich Bildungsveranstaltungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, von Betriebsführung über Weinbauveranstaltungen. Es gibt aber diverse Kreativkurse, wo Damen als auch Herren mitmachen, von Korbflechten bis hin zu Nähkursen. Ganz viele Vorträge zu persönlichkeitsbildenden Themen, vor allem arbeite eher im landwirtschaftlichen Bereich, was man auch überall verwenden kann, wie zum Beispiel vom Ich zum Wir oder zwischenmenschliche Kommunikation, Kommunikation zwischen den Generationen. Also da ist auch wieder das Thema Jung und Alt. Es gibt Vorträge auch zum Thema Ernährung und Gesundheit, Darmgesundheit, Intervallfasten, also auch immer aktuelle Themen. Es gibt auch vor allem auch in Feldbach viele Kochkurse in den einzelnen Gemeinden. Da haben wir ganz viele aktive Seminarbäuerinnen, die zu aktuellen Themen, Großmutters Küche, Burger und Co. etc. Kochkurse veranstalten. Worauf wir aber sehr stolz sind, in der Bezirkskammer Feldbach gibt es die Frische Kochschule Feldbach, wo immer wieder Kurse angeboten werden. Da gingen die Kursthemen wirklich von Babys erstes Löffelchen über Vollwertküche bis hin zu Brotbackkursen. Und unsere Kurse sind jetzt aktuell immer auf www.stmk.lfi.at zu finden. Dadurch, dass jetzt die ganzen Präsenzkurse eigentlich ziemlich alle abgesagt sind worden, sind jetzt manche auch Kochkurse auf Online-Variante umgestiegen und da gibt es immer das aktuelle Programm. Jetzt darf ich zu meinen Kollegen weiterleiten. Gut, der Kollege gehe davon aus, bin ich. Einen schönen guten Abend in die Runde auch. Franz Heuberger ist mein Name. Auch angesiedelt bei der Landwirtschaftskammer, konkret bei der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer. Und wir sind zuständig für die klassische Berufsausbildung. Klassische Berufsausbildung im landwirtschaftlichen Bereich. Das heißt, 15 verschiedene Lehrberufe, die es bei uns gibt, angefangen von Landwirtschaft über Forstwirtschaft, Weinbau, Obstbau, Gartenbau bis hin zur Imkerei. Also 15 verschiedene Berufe. Und da machen wir einerseits die Facharbeiterausbildung, also vergleichbar im Gewerbe mit dem Lehrabschluss und auf der höheren Ebene dann die Meisterausbildung. Facharbeiterausbildung basiert natürlich klassisch auch über die Lehre
oder über Fachschulen. Aber vor allem für diese Runde interessant haben wir auch Angebote im zweiten Bildungsweg, um einen Facharbeiter oder Lehrabschluss quasi im zweiten Bildungsweg zu erzielen in einem der landwirtschaftlichen Berufe, also als Landwirt, als Forstwirt, Weinbauer, Obstbauer, Gartenbau. Das ist etwas, was wir eben anbieten, wo man auch in der Region, in der Südoststeiermark, verschiedene Ausbildungsstandorte haben, wie in der Fachschule in Hatzendorf, wie auch auf der Bezirkskammer in Feldbach, wie beispielsweise auch in der Gartenbauschule in Großwilfersdorf. Und für diejenigen, die sich eben noch höher qualifizieren möchten, haben wir dann aufbauend auf die Facharbeiterausbildung auch noch die Meisterausbildung in den 15 landwirtschaftlichen Berufen, für das wir zuständig sind. So, ich hoffe, wir sind jetzt ziemlich genau, wo es ist, 19.32 Uhr. Also wir sind mit den 5 Minuten genau in der Zeit geblieben. Ich glaube, alles Weitere können wir dann bei der Diskussion besprechen. Genau. Vielen lieben Dank, Herr Heuberger. Ich darf auf den nächsten in der Runde gleich überleiten, und zwar an den Herrn Wolfgang Moser von der österreichischen Orania für die Steiermark. Ja, danke schön. Danke für die Einladung, hier uns unser Programm präsentieren zu dürfen. Ich bin der Geschäftsführer, der Direktor der österreichischen Orania für Steiermark. Manchen von Ihnen wird aus Wien das Orania-Gebäude am Donaukanal bekannt sein. Wir stammen aus derselben Tradition, sind schon 1919, also vor 102 Jahren, gegründet worden. Vorgestern war der 102. Geburtstag und sind eine Organisation der allgemeinen Erwachsenenbildung. Warum die Orania? Und da hinter mir sehen Sie das Fernrohr, das ich extra hergestellt habe. Die Orania ist die Muse der Astronomie. Und die Astronomie, die Naturbeobachtung, war am Anfang ein ganz wichtiger Punkt, ist es auch heute noch, im Glauben, in der Meinung, dass das Wissen um Natur, um Naturzusammenhänge die Menschen rationaler handeln lässt. Das gilt auch heute noch. Wir arbeiten sehr eng mit Universitäten und Museen zusammen. Dieser Grundsatz von der Natur gilt natürlich für unsere Vorträge, Symposien, Seminare zum Thema Artenschutz und Klima, Klimaschutz, Umwelt. Wir machen auch sehr viele Sprachkurse, Kurse zu Themen EDV, Instrumental- und Gesangsunterricht und Bewegungskurse. Aber auch für jene Leute, die es bisher noch nicht so weit geschafft haben in der Bildung, haben wir ein Angebot, Basisbildung und Pflichtschulabschlusskurs in Graz und Knittelfeld. Sie werden mich jetzt fragen, wenn ich Graz und Knittelfeld erwähne, und ich könnte auch noch Weiz als weitere Zweigstelle erwähnen, warum wir hier in der Südoststeiermark sind. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen bieten wir aus bekannten Gründen seit gut einem Jahr sehr, sehr viele Online-Kurse an. Gestern erst hatten wir zum Beispiel einen mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer zum Thema Demokratie und Verfassung. Wir haben insgesamt, habe ich gezählt, 160 Kurse mit ungefähr 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im vergangenen Jahr anbieten können. Und es macht uns in der allgemeinen Erwachsenenbildung zum größten Anbieter in der Steiermark. Das ist ein Grund, warum wir vielleicht für die Südoststeiermark, von Wichtigkeit sein können. Und das andere ist, seit einigen Monaten sind wir im Gespräch mit der Stadt Bad Radkersburg, wo es eine Zweigstelle der österreichischen Orania für Steiermark geben soll, gemeinsam mit den Organisationen Babelhaus, Museum im Alten Zeughaus, Zehnerhaus, Kulturforum Bad Radkersburg und der Bücherei. Wir haben ein Programm zusammengestellt, das ab Sommer starten kann, wenn die Umstände stimmen. Kultur, Natur, Musik, vor allem Musik ist sehr viel dabei, und wir werden uns hier an Einheimische und auch an die Gäste wenden. Bitte lassen Sie sich überraschen. Ab Ende Juni soll es losgehen, wenn wir wieder dürfen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Moser, und auch für die Information, dass es vielleicht eine
eine Außenstelle auch in Bad Radkersburg geben wird, der Urania. Das würde uns ja sehr freuen. Dankeschön. Barbara, ich bin jetzt so unverschämt. Das passt jetzt nämlich gleich gut, eine Frage von der Katrin. Sind Online-Urania-Kurse nur für Mitglieder zugänglich? Fragezeichen. Es hängt davon ab. An sich sind alle Kurse für Mitglieder und Nichtmitglieder zugänglich, also zum Beispiel Sprachkurse. Dabei ist es so, dass die Mitglieder weniger Kursgebühr zahlen, dafür zahlen sie den Mitgliedsbeitrag. Also wenn man mehr macht, zahlt sich aus. Bei den Vorträgen ist es so, dass die Vorträge für die Mitglieder gratis sind und für die Nichtmitglieder gibt es eine Gebühr. Allerdings bei den Online-Vorträgen heben wir keine Gebühr ein. Das wäre den Aufwand nicht wert. Vielen Dank. War zwar jetzt vielleicht gegen das Protokoll, aber ich bin jetzt so wie bei 2 Minuten, 2 Millionen da. Nein, das passt schon. Das ist sicher eine wichtige Frage. Ja, danke, danke. Absolut. Danke, Dietmar. Ich glaube, dass wenn es Fragen gleich ad hoc gibt, kann man die natürlich auch mit beantworten. Das ist das Webinar, so ja halt auch dazu dienen. Ja, und last but not least, in unserer Runde die Volkshochschule in Südoststeiermark, vertreten durch Wolfgang Himmler. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin heute ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, weil ich vertrete den Herrn Dr. Bauer, der ja der Leiter ist der Volkshochschule Steiermark, und ich beziehe mich eher jetzt in Richtung Volkshochschule Südoststeiermark mit diesem Regionalbezug. Also wir bieten ja ein sehr vielfältiges Bildungs- und Weiterbildungsprogramm über Jahre schon an. Also reziprok natürlich oder respektiv vor allem die Volkshochschule Steiermark haben 12 Standorte in der Steiermark und haben circa 8.000 bis 9.000 Teilnehmerinnen gesamt in Kurse, 8.000 bis 9.000 Kurse mit ca. über 60.000 Teilnehmerinnen. In der Volkshochschule Südoststeiermark betrifft es ca. 5.000 Teilnehmerinnen pro Jahr, die Kurse bei uns buchen. Und wir sind da sehr breit und breit gefächert aufgestellt in verschiedenen Themenbereichen. Und diese Schlüsselqualifikationen, die wir ja fördern, damit sozusagen die allgemeine Bildung oder das allgemeine Bildungsniveau handlungsfähig bleibt und auch gefördert und erweitert wird. Wir bieten eben Sprachkurse an, Bewegungskurse, Gesundheitskurse, vieles im Bereich Ernährung, Nachhaltigkeit, auch im Bereich Landwirtschaft, Vorträge und auch Kochkurse zum Beispiel, Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitsausbildung und Coaching natürlich. Auch EDV-Kurse und auch im Kunst- und kreativen Bereich oder Freizeitkurse sind wir ganz stark allgemein vertreten. Und uns geht es wirklich um die gesamtheitliche Entwicklung oder ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Und wir versuchen eben auch bildungsfremde oder ein bisschen bildungsbenachteiligte, sozial benachteiligte Personen in unsere Programme einzubinden, weil wir vor Ort sein können durch unsere Flexibilität. Wir sind nicht nur an Kursräume gebunden, die vor Ort sind in den großen Zentren, sondern können in verschiedenen Kursräumlichkeiten Kurse anbieten. Wir haben da sehr gute Erfahrungen mit Gemeinden und Schulen gemacht und haben zum Beispiel in der Südoststeiermark über 20 Kursorte, wo wir eben diese Themenspektren anbieten und den Teilnehmerinnen zur Verfügung stellen. Ja, wir sind sehr flexibel. Beispiel Corona. Wir haben in der Zeit jetzt da circa in der Südoststeiermark nämlich jetzt da an 25 Online-Kurse gestartet, vor allem im Bereich Bewegung, Immunsystem, Ernährung und auch in Richtung Resilienztraining. Was kann ich in dieser Zeit machen? Und es ist zum Beispiel sehr gut angenommen worden. Also wir versuchen, aktuelle Themen unterzubringen und ihr bedarfs- und bedürfnisgerecht auch Kurse zu instruieren und implementieren und sind nicht nur an fixe Kursformate gebunden. Wir sind auch stolz, dass es eine Plattform der Begegnung sind, dass wir einen Dialog und Diskurs in Richtung Genuss, Spaß und Laune auch anbringen. Die soziale Komponente in den Kursen ist
sehr stark vorhanden, weil wir keinen Lerndruck haben oder keine spezifische Berufsausbildung jetzt anbieten. Also die Lust am Lernen ist ja bei uns gegeben, weil es wirklich freiwillig ist und weil es Spaß machen sollte. Ja, wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich gern bereit. Ich bin nicht ganz jetzt da mit allen Dingen vertraut, die ich jetzt da als Information von Graz bekommen habe. Also in Richtung Südoststeiermark kann ich natürlich alle Fragen und Interessensbekundungen von den Teilnehmerinnen und von Ihnen dann beantworten. Danke, Barbara Siegel, für die Einladung. Vielen Dank, Herr Himmler. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis. Wir haben letztens schon kurz darüber gesprochen, die VHS in der Südoststeiermark hat da speziell ein Angebot für regionale Unternehmen. Vielleicht möchten Sie das noch ganz kurz mit ansprechen? Also dass man spezifische, also wenn wirklich ein Bedarf besteht bei einem regionalen Unternehmen, dass eben Kurse entsprechend angepasst werden können. Und ja, generell versuchen wir auch in Richtung soziale Kompetenzen mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, wo wir in Richtung Teambildung, Konfliktmanagement, aber auch stark im Gesundheitsbereich, Präventionsbereich Kurse anbieten, wo eben die Teilnehmerinnen diese Kurse, die auch in den Firmen beschäftigt sind, dann sehr kostengünstig annehmen können und buchen. Wir sind ja, beziehungsweise wir werden von der AK Euterkammer unterstützt und sind Träger dieser Einrichtung. Und als Verein über die Euterkammer haben wir die Möglichkeit, einen Bildungscheck auch anzunehmen. Und dadurch können sozusagen Unternehmerinnen, also die Angestellten und die Arbeitnehmerinnen, eines Unternehmens recht kostengünstig Kurse bei uns buchen und das ist sicher ein Vorteil. Super. Vielen lieben Dank. Danke an die Präsentation des vielfältigen Angebots, das wirklich flexibel gestaltet wird, was wir gerade gehört haben und auf aktuelle Entwicklungen auch immer wieder eingeht. Und ich denke mal, das Wichtige dabei ist auf alle Fälle, es ist auch jetzt im Chat gekommen, dass wirklich der Mensch auch im Fokus steht, sei es für die berufliche Entwicklung, die persönliche Entwicklung und in verschiedensten Formen des Lernens. Und ich glaube, da sieht man jetzt wirklich, es gibt ein breites Angebot vor Ort, das man nutzen kann. Und ich denke mal, das ist einfach auch wichtig, dass die Südoststeirer und Südoststeirerinnen das auch sehen. Gut, virtuell zum Dietmar. Ja, danke. Genau. Ich wollte mich schnell kurz einmischen. Die Julia Stern hat mir noch geschickt, das gebe ich jetzt gerade in den Chat. Die Angebote in den Bezirken des LFI finden Sie auch auf der entsprechenden Webseite, gescheites.at, hat mir die Julia gerade geschickt, habe ich an alle gesendet. Und ja, Barbara, du hast es gesagt, sehr viele Angebote in der Region, sehr viele Möglichkeiten. Da brauchst du ja fast irgendein Instrument, um auch das Richtige zu finden. Und da gibt es nicht nur die einzelnen Broschüren und Angebote von den Anbietern, sondern da gibt es auch einen Navigator, ein Navi. So wie man beim Auto einen Navi kennt, gibt es auch ein Weiterbildungsnavi in der Steiermark. Und jetzt würde ich die Frau Slamanik vom Bildungsnetzwerk Steiermark vielleicht bitten, dass Sie uns ganz kurz das Weiterbildungsnavi skizziert. Was findet man da drauf überhaupt? Warum sollte ich eigentlich dort drauf schauen? Und ja, Frau Slamanik. Ja, danke, Herr Fuchs. Wenn ich jetzt sage, man findet alles drauf, tun wir uns auch schwer, gell? Nein. Ja, richtig. Es ist so ist es eben nicht. Also die Erwachsenenbildungslandschaft und das, ich glaube, nur allein diese 7 Organisationen, wurscht ob von der Grazer Blickwinkelseite oder von der Südoststeierseite, zeigen einfach, wie breit ja dieses Angebot ist, wie vielfältig. Ich glaube, so ist die Frau Siegel auch gesagt hat, das, was Erwachsenenbildung, nämlich nicht Schule und nicht Uni, so auszeichnet, ist aktuell, flexibel, sehr, sehr nah am Menschen und an den Bedarfen zu arbeiten. Was war die Idee? Man hat immer diese Einzelseiten und man kann heute Google nutzen, dass man sagt, okay, du gibst halt ein, ich suche einen Kurs, ja, nehme das Brotbacken her, weil es mir so gefallen hat, auch vom LFI. Was macht man? Man hat in der Steiermark die Möglichkeit gefunden,
Google quasi zu ersetzen, indem man gesagt hat, alle qualitätsvollen Anbieter. Und unsere Anbieter haben tatsächlich, ja, wenn sie auf dieses Navi kommen, machen sie einen Qualitätsprüfungsprozess durch. Ja. Das heißt, wir schauen, welche Angebote haben sie, sind sie ein Unternehmen, das Erwachsenenbildung. Der Ton ist weg. Frau Slomani hört uns jetzt nicht. Ja, jetzt wieder. Dem Herrn Fuchs habe ich einfach schon zusammen geredet. Ja, fast. Ja, so ist. Na, unter Einrichtungen findet man die Einrichtungen, die wir aktuell am Weiterbildungsnavi Steiermark haben. Ja? Also da hat man einen Überblick über die Einrichtungen, die derzeit drauf sind. Also wie gesagt, es sind um die 120 aktuell. Ja? Also man kann über hier suchen oder man geht auf Angebote. Das ist das Weiterbildungsnavi von der Kursangebotsseite. Und jetzt könnte man eingehen, Brot backen, ja? Zum Beispiel, wenn wir das Thema schon haben. Also man kann oben diesen Filter nutzen oder nur Brot. Ja? Und dann hat man unten zum Beispiel, ja, das LFI ist gut vertreten beim Brot, wo man dann auf Details gehen kann, wo wir quasi die Plattform bieten und im Detail wird es dann beschrieben, was ist das Angebot und dann kommt man eben Veranstaltungsort und man kann sich dort eben zu Info und Anmeldung bringen. Wir haben dieses Navi Dessing so aufgestellt, das war Entwicklungsarbeit, wo man ganz klar auf dieser Ebene, wie wird heute gesucht, ja, geschaut haben mit der FH Joanneum zusammen und wo man versucht haben mit Stichwortsuchen, diese Kategoriefilter, die Sie unten haben, kostet es was, kostet es nichts, ja, Zeit, Ort, ja, das sind einfach Dinge, die die Suche unterstützen und erleichtern können. Wenn man spezifisch sucht, ist man schnellfündig. Wenn man schmökern will, und das empfehle ich gern, ja, nachdem man vorher das Thema vom AMS gehabt hat, Bildungskarenz, Bildungsteilzeiten, es gibt so viel, man kann gerne mal in ein Angebot reinstolpern, auf das man gar nicht gedacht hat. So, Frage beantwortet, Herr Fuchs. Sehr gut, ja. Nicht nur als Frage, sondern vor allem auch als Hilfe und als Information. Weiterbildungsnavi abspeichern ganz vorne bei den Weiterbildungszellen im Gehirn sozusagen. Eine Frage ist auch aufgetaucht, Barbara. Da würde man auf der Bühne bitte kurz brauchen, die Vertreter von BFI und von der Volkshochschule. Genau. Das war, glaube ich, der Herr Himmler, gell? Und der Herr Zankl, meiner. Genau. Und zwar ist die Frage aufgetaucht, wenn ich dich gleich stellen darf. Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen BFI und VHS? Das sind ja beide sozusagen Organisationen der AK bzw. vom ÖGB. Was gibt es da überhaupt einen Unterschied? Das muss der Herr Himmler beantworten. Wieso? Ist er nicht mehr da? Wo ist er noch da? Ich gebe jetzt ein Stichwort dazu, das erlaube ich mir jetzt einfach so als Außenstehender. Ich würde jetzt sagen, so das BFI ist vielleicht stärker im beruflichen Bereich, Kontext unterwegs und Volkshochschule vielleicht eher im Freizeit-Weiterbildungsbereich. Kann das stimmen? Man ist wirklich jetzt aus dem Bauch heraus, ja? Ja, wir grenzen uns prinzipiell ab, dass das BFI den Part der beruflichen Aus- und Weiterbildung übernimmt, stimmen unser Angebot mit der VHS für die Veröffentlichung auf der Homepage und dem Kursprogramm ab. Das ist sicherlich eine inhaltliche Abgrenzung, ja. Also da habe ich jetzt fast einen Bildungsgutschein vom BFI gewonnen. Die Antwort ist somit schon gekommen, also, oder? Ja, passt, fein. Gut, gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum zu den Ausbildungsinstituten, wo wir heute auch die Gelegenheit haben, erstmal so überhaupt so eine Runde in die Südoststeiermark gleichzeitig auf den Bildschirm oder auf einen Ort zu holen? Das ist ganz spannend. Wir haben diese Weiterbildungsmesse, Barbara, dieses Jahr zum allerersten Mal. Du hast auch gar nicht verraten, dass wir am 1. Jänner noch nicht gewusst haben, dass diese Weiterbildungsmesse da geben wird. Das heißt, es ist ja sehr schnell entstanden und
In Zeiten, gerade jetzt, wo die Weiterbildungsinstitute sehr gefordert sind, war das aber ein toller, eindrucksvoller Beweis von BFI, von LFI, von Katholisches Bildungswerk und also von allen Vertreterinnen und Vertretern vom Bildungsnetzwerk, dass sie so spontan und schnell bereit waren, uns dabei zu unterstützen. Und wir haben ja vor allem nicht nur das Thema dieser Online-Webinare, sondern wir haben auch unsere Weiterbildungszeitung, wo alle Kursanbieterinnen und Bieter, die in der Südoststeiermark für die Menschen in der Südoststeiermark was bieten, vertreten sind. Und ja, von dem her eindrucksvoller Beweis, was die Weiterbildungsinstitute alles leisten in der Region. Ja, und jetzt hätten wir vom Publikum ein bisschen Möglichkeit für Fragen. Wobei wir ja eigentlich auch ganz was Neues ausprobieren wollen mit den Weiterbildungsinstituten. Bevor wir da hinkommen, Barbara, von deiner Seite noch eine Frage. Ich glaube, also wenn das noch möglich wäre, da wir ja im Anschluss dann ja persönliche Fragen an unsere Experten und Expertinnen noch ermöglichen auf einer anderen Plattform, hätte ich jetzt einmal wirklich noch eine Frage, die mich brennend interessieren wird. Beim letzten Webinar ist ja der Herr Heuberger, der Thomas Heuberger, auch auf die gefragten Kompetenzen aus dem wirtschaftlichen Bereich eingegangen. Jetzt frage ich mal in die Runde, wie sehen Sie das? Welche Kompetenzen sind eigentlich aktuell gerade gefragt, beziehungsweise auch in Zukunft? Gibt es da auch Unterschiede? Verändern Sie die? Wir haben schon viel von der Digitalisierung gehört. Also vielleicht denkt man, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen wird das auf alle Fälle auch interessieren. Vielleicht kann ich anfangen. Ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, das hat man auch im letzten Jahr gesehen. Ich glaube, Selbstorganisation wird eine der Kompetenzen sein, die, das hat man gerade in Corona gesehen, auf diese Flexibilität, die momentan entstanden ist, gerade im letzten Jahr reagieren zu können, dass man hier einfach auch mitnimmt, so dieses lebenslange Lernen, dass man mitnimmt die persönliche Kompetenz, diese emotionale Intelligenz, auch Problemlösungskompetenz. Ich glaube, das ist etwas, was im letzten Jahr hat uns das ganz klar auch vor Augen geführt. Und ich glaube, das, was man vielleicht nicht als Kompetenz ist, aber was man immer dazu nehmen sollte, ist meiner Ansicht nach diese Freude am Lernen, auch ein bisschen den Spaß am Lernen und so dieses, man kann auch lebenslang lernen und lebenslang lernen ist jetzt nicht so, oh Gott, lebenslang lernen, sondern kann irrsinnig viel Freude und Spaß machen. Dankeschön. Es ist gerade eine passende Frage im Chat da dazu gekommen eigentlich, also mit dem Thema vielleicht in Relation mit Spaß am Lernen. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wie weiterbildungsaffin sind denn die Südoststeirer und Steirerinnen im Vergleich jetzt zu den anderen Regionen? Kann man da was dazu sagen? Ist jetzt nicht bis im Chat gekommen, die Frage. Also, wie oft kommen wir vor im Weiterbildungsnavi? Das wäre mal eine interessante Auswertung. Herr Fuchs, über den Lachen, wir haben es der Frau Siegel übermittelt und ich habe es nicht mehr gefunden. Nein, aber es sind nicht weniger Angebote drauf. Also wir sind doch im 100er-Bereich, so ist es nicht. Aber wir haben es noch nicht detailliert ausgewertet, dass wir gesagt hätten, wir schauen uns jetzt die Fachbereiche an. Ja, vielleicht das nur als Hintergrundinformation. Man hat in der Erwachsenenbildung wirklich von der beruflichen bis zur also so wie Sie es auch vorher gesagt haben, Freizeit, also Sprachenthema. Und da gibt es eben diese Gliederung in sogenannte Fachbereiche. Das ist Naturtechnik oder ein Fachbereich, also Landwirtschaft zum Beispiel. Oder das ist Basisbildung, Berufsreifeprüfung, Pflichtschulabschluss. Ja. Also das ist so gegliedert und so können wir es teilweise auch über das Monitoring dann auswerten. Ja. Aber wir schauen gerne einmal nach. Aber ich hätte einmal gesagt, also ich glaube, dass es da keine extrem großen Unterschiede gibt, aber dadurch, dass man natürlich in der Aus- und Weiterbildung auch einen Fokus hat, weil in Graz einfach und im Zentralraum mehr angeboten wird, das muss man auch dazu sagen, aber die Steiermark allgemein hat im regionalen Feld eine unfassbar gute Abdeckung auch in der Breite. Also Obersteiermark ist ein bisschen schwieriger, ja, aber also das ist wirklich Südost, auch teilweise die Südsteiermark. Im Vergleich zu anderen Bundesländern könnte ich es Ihnen sagen, Herr Fuchs. Da sind wir also mit Abstand ganz weit vorn. Ja, danke. Also das, dann gilt das für die ganze Steiermark, ja? Danke für die Steiermark. Ja.
Also auch mit der Vielfalt, die wir anbieten. Also das ist unfassbar, wie viele großartige Organisationen. Und weil vorher das, die Zahl waren von den Mitarbeiterinnen, auch von der, vom Berufsförderungsinstitut. Also wir haben im letzten Monitoring 2019 gehabt, das waren allein aus 69 Organisationen, die im EB-Bereich sind, das waren fast 10.000 Mitarbeiterinnen und davon 8.000 Trainerinnen, die in der Erwachsenenbildung sich tagtäglich darum kümmern, ja, dass Bildung weiterhin Freude macht, ja, oder teilweise motivieren, dass es Freude anfängt zu machen. Ja. Also da bin ich jetzt bei der Martina Platter ein Stück weit. Ja. Also diese soziale und emotionale Komponente, die Bildung mit sich bringt, sie stärkt einfach. Und so wie es auch der Herr Heuberger in der vorigen Runde auch gesagt hat, das, was man gern macht, macht man gut, wenn man Interessen hat, da ein Stück weit dahin zu schauen und die zu entwickeln, ohne diese Basiskompetenzen des Lesens und des, also dieses Grundlagenthema einfach auch zu vergessen. Da hat man, und das ist vielleicht eine regionale Unterscheidung, da hat man in der Region oft mehr Schamgefühl, ja, zu sagen, ich kann nicht gut lesen, aber ich traue mir jetzt kein Angebot annehmen. Tut es einfach, es zahlt sich aus. Ja. Also man braucht da kein Scham haben, das sind so viele Leute, das betrifft. Ja. Also insofern, so. Ich mache keine Co-Moderation, ich schalte mich jetzt wieder stumm. Na, Sie machen das perfekt. Darf ich noch ganz kurz, also seitens also vom Regional-LFI, also bei uns ist ein Landes-LFI, das ist ja hauptsächlich in Graz und die Kurse am Steiermarkhof. Und wenn ich darf auch die Region Südweststeiermark machen, das ist Vorarlberg, Graz, Umgebung, Deutschlandsberg und Leibnitz. Und wenn ich mich dann mit meiner Kollegin vergleiche, da ist schon die Oststeiermark hat am meisten Kurse, dann ist die Südweststeiermark und dann ist die Obersteiermark. Also bei uns, jetzt vom Regional-LFI her, hat schon die Oststeiermark die meisten Kurse. Gut zu wissen. Danke. Macht unsere Koordinatorin in der Bildung stolz. Ja. Die Frau Göring wollte noch was dazu auch sagen. Dann habe ich noch eine weitere Frage aus dem Chat. Ich wollte nur noch einmal verstärken, was die Kerstin Slamaniger gesagt hat. Ich glaube, dass in der Steiermark seitens oder ausgehend von den Einrichtungen es immer Anliegen war, einfach wirklich auch in die Regionen zu gehen und auch in den Regionen anzubieten. Und jetzt vom Verhalten der Menschen her, warum sollte es regional unterschiedlich sein? Das, was teilweise regional unterschiedlich ist, ist eine Frage des Angebotes. Also dort, wo es ein Angebot gibt und wo das Angebot bekannt ist und wo man es bekannt macht, dann sollte es auch zugänglich sein. Das heißt, es sollte gute Öffnungszeiten haben und das dementsprechend, was die Menschen lernen wollen oder wo es einen Bedarf gibt. Und dann werden die Angebote auch besucht werden. Also es ist eher die Herausforderung, auf allen Ebenen einfach zu schauen, dass es gute, wichtige, richtige Angebote in den Regionen gibt. Und wenn dann die Besucherinnen kommen, dann ist das perfekt. Auf alle Fälle, das kann ich nur unterstreichen. Weil Sie ja gesagt haben, die passenden Öffnungszeiten sollte es auch noch geben. Da ist jetzt da die Frage gekommen, ob aktuell überhaupt Präsenzbildungsangebote angeboten werden. Also ich hoffe jetzt, dass ich die Einrichtungen mit dieser Fragenantwort etwas entlaste. Gesetzlich ist es so, dass die beruflich notwendige sowie Basisbildung und Integrationsmaßnahmen notwendige Aus- und Weiterbildung ja, sehr wohl im Präsenz stattfinden darf und kann, wenn es nicht digital möglich ist. Das heißt, wir haben einen sogenannten teilgeöffneten Bereich, wo Erwachsenenbildungseinrichtungen, die im beruflichen oder die eben im Basisbildung oder im Integrationsmaßnahmenbereich arbeiten, die Angebote zum Teil auch in Präsenz anbieten dürfen und das alle mit einem sehr, sehr hohen Aufwand im Sinne Hygienemaßnahmen und dass da ja nichts passiert. Also ja, es gibt teilweise Angebote, die gesetzlich gesichert derzeit offen sind, aber das meiste ist digital und die Gesamtheit der allgemeinen Freizeitbereich, Bewegungsangebote aktuell noch geschlossen. Ja.
Super. Vielen Dank noch jetzt für die Auskunft dazu. Ich schaue immer wieder auf die Uhr, wir sind zeitlich schon sehr fortgeschritten und wir haben ja heute noch ein besonderes Format vorbereitet, das uns der Dietmar jetzt noch, wir starten gleich mal da mit der Erklärung, oder? Sehr fein, ja, Barbara, machen wir gerne. Wir sind ja auch beim Lernen in diesem Projekt, bei dieser Weiterbildungsmesse. Wie gesagt, das erste Mal, ganz wieder anders von den Zielgruppen. Wie machen wir die Ansprache, wie erreichen wir die Teilnehmerinnen? Und wir haben dann mittendrin, wo schon vieles vorbereitet war, auch noch eine spezielle Online-Form für zukünftige Messen kennengelernt. Das ist ein sogenannter Spatial Chat. Ich werde das mal ganz kurz herzeigen, wenn mir das überhaupt gelingt dann. Ich kann da jetzt wahrscheinlich nur bedingt eintreten. Sieht man das, Barbara? Ja. Ja, genau. Wir haben da sozusagen einen Online-Raum, wo die einzelnen Ausbildungsinstitute, die wir heute zu Gast haben, dann vertreten sind. Und jeder, der in diesen Online-Raum einsteigt, der hat dann die Möglichkeit, das bin jetzt zum Beispiel ich, dieser kleine braune Kreis, sich zum katholischen Bildungswerk, zum LFI, zum BFI, Volkshochschule, Bildungsnetzwerk, Urania, ISOP hinzubewegen. Und man kann dort wie in einem echten Saal Gespräche führen. Und wenn man mit seinem Icon oder mit seiner Figur praktisch bei ISOP steht, hört man nicht, was da gesprochen wird. Und wenn man sich da wegbewegt und darüber geht, dann hört man, was bei der Urania gerade Spannendes erzählt wird. Nächstes Jahr könnte man es vielleicht so machen, dass die ganze Veranstaltung in so einem Format stattfindet. Das heißt, wir haben schon gemerkt, dass der Wechsel, dass ich zuerst in diesem in Zoom, so in diesem Meeting jetzt bin und dann woanders hin muss, das ist ein bisschen mühsam. Aber wir sind, würden Sie einfach jetzt gern einladen, wer noch Lust und Laune hat, einfach da drinnen ein bisschen vorbeizuschauen, dieses Tool kennenzulernen. Und vielleicht ist das sogar das Online-Messeformat für nächstes Jahr, wo wir 10, 15, wie viel gibt es? 121 Anbieter oder die 70, 80, die jetzt im Netzwerk von der Fasslermanik sind, das sind in unterschiedlichsten Zugängen, kann man das nutzen. Der Mara hat mir gerade eine ganz wichtige Nachricht geschickt. Für dieses Tool ist keine Installation, gar nichts notwendig. Man braucht nur den Link draufklicken, öffnet sich dann der Browser und man kann ganz leicht einsteigen. Ich habe jetzt diesen Link, ich weiß noch nie, wie man das ausspricht. Vielleicht hat irgendein Anbieter, Anbieterin einen Kurs für das. Ich sage immer Spatial oder ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Spatial Chat. Ja, Spatial Chat halt, ja, für uns Südoststeirer. Und nichts notwendig, ja, einfach einsteigen, Messecharakter genießen, einfach hin und her bewegen. Wir sind jetzt keine Hundertschaft, aber einfach mal ein bisschen ausprobieren und vielleicht ist das auch für unsere Anbieterinnen und Anbieter ein Format, wo wir uns nächstes Jahr vielleicht gleich auf diese Weise treffen. Da gibt es nämlich auch ein paar Zusatzfunktionen, wie eine Bühne, wo man auf einer Bühne was präsentieren kann. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen ist es vielleicht auch gleich ein kleiner Weiterbildungsinput, weil wir einfach jetzt was Neues ausprobieren, wo wir noch nie drinnen waren. Und ja, irgendwer hat jetzt das Mikrofon laut, dass ich mich doppelt höre. Also das kann ich nur sehr empfehlen, die Plattform. Ja. Probieren Sie es aus. Der Link ist jetzt mittlerweile im Chat gepostet. Bitte, wenn Sie dort dann einsteigen, den Zoom-Raum verlassen. Ich habe noch abschließend ein paar Infos. Vielleicht, Dietmar, magst du noch kurz die Folien einblenden? Ja. Dankeschön. Ich darf gleich die Gewinnfolie einblenden. Bitte, sehr gerne. Gut, zum letzten Mal dürfen wir unsere Gewinnfrage stellen. Also diesmal die letzte Möglichkeit, auch Preise rund um Weiterbildung, Weiterbildungsgutscheine auch zu gewinnen. Und zwar haben wir folgende Frage. Wie viele Angebote der Erwachsenenbildung gibt es jedes Jahr in der Südoststeiermark? Es ist heute schon angesprochen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl gesagt wurde, aber ein kleiner Hinweis dazu. Wir haben ja unsere Bildungszeitung, die an alle Haushalte gegangen ist, beziehungsweise auch auf unserer Website
digital abrufbar ist. Da haben wir ein paar Zahlen auch hinten gut groß dargestellt und da wird man auch die Antwort dazu finden. Bitte schnell sein, also heute noch die richtige Antwort an die eingeblendete Nummer 0664 88 67 47 46 schicken, per WhatsApp, wer das nicht hat, SMS und bitte Name und E-Mail-Adresse mit angeben, nicht vergessen, damit wir dann auch Bescheid geben können, wenn Sie gewonnen haben. Ja, dann bleibt mir jetzt nochmal so viel zu sagen. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Weiterbildungsmesse. Es hat mich sehr gefreut, so ein Format in der Region in Kooperation mit Partner und Partnerinnen auch umzusetzen, wirklich. Und ja, ich hoffe, im nächsten Jahr dürfen wir das als Präsenzveranstaltung umsetzen und freue mich da schon drauf.